Hallo, liebe Freunde des Rudels der Abendwölfe. Wir, wie ihr seht, haben wir ein neues Let's Play angefangen. Die Sims 4 Vampire. Ganz genau. Und wir spielen, wir haben uns hier eine Familie erstellt. Die Stinkmans. Die Stinkmans. Und die sind von der Großstadt aufs Land gezogen oder wollten aufs Land ziehen und haben sich leider von einem verschlagenen Makler übers Ohr hauen lassen und sind jetzt hier in einer ziemlich runtergekommenen Bruchbude gelandet. Ja, eigentlich wollten sie schön in ein neu gebautes Reihenhaus. Ja, zumindest, zumindest in ein idyllisches Haus. Ich meine, es ist ja, muss ja nicht neu gebautes Reihenhaus sein. Es ist einfach, sollte einfach idyllisch sein und auf dem Land. Ja, und aber ihr werdet gleich sehen, wie es aussieht. Es ist halt, es hat halt gerade angefangen. Wir hatten zum Ausprobieren schon mal ein bisschen gespielt. Und jetzt, auf jeden Fall sitzen wir jetzt in Forgotten Hollow fest. Genau. Und jetzt stellen wir uns mal, stellen wir euch mal unsere Familie vor. Naja, es ist ja gerade Nacht, glaube ich. Okay. Also schauen wir mal rein. Nacht ist es in einem Vampirversteck besonders gut. Alle schlafen. Okay. Das da wie hinten, ihr seht, genau, das ist Hase Stinkman. Und das ist der kleine Sohn. Genau, der gerade. Oh, was ist passiert? Der du Armer. Auf. Hat einen Albtraum gehabt. Ja, scheint so. Wo muss er denn? Er muss. Er hat Hunger. Er holt sich was zu essen. Mitten in der Nacht? Nein, es ist 6 Uhr morgens. Ach, da unten, ja. So, dann haben wir hier die gute Zoe. Ja, das ist die Mama. Zoe möchte gerne. Die eigentlich dringend aufs Klo muss, wenn sie gleich aufsteht und Hunger hat. Ja, und Zoe möchte gerne Schriftstellerin werden. Genau, hat auch schon die Schriftstellerkarriere begonnen, hat aber noch 2 Tage frei. Okay. Ja, und das hier ist Anthony. Das ist eher ein häuslicher Typ. Genau, der Hausmann, der zu Hause genau, bleibt. Genau, der bleibt zu Hause, der hat auch keinen Job im Moment. Der sich für großartig. Computer interessiert. Ja, für Computerspiele und solche Sachen und sich ansonsten ja versucht, um den Haushalt zu kümmern. Ihr werdet es gleich sehen. Und wie ihr hier seht, die Bude ist halt wirklich runtergekommen. Wir wussten, beziehungsweise die Stinkmans wussten nicht, dass sie hier in Forgotten Hollow quasi mitten unter Vampiren leben müssen. Sie wissen es auch noch nicht. Nein, sie sind ja gerade erst eingezogen. Ja. Der arme Hase Stinkman hat noch nicht mal ein eigenes Zimmer. Nee, der Hase guck mal, das riesige Spinnennetz unterm Esstisch. Der hat auch noch frei. Ja, und hier Wasserflecken und überhaupt ist das alles extrem winzig. Stinkman, spiel mal mit deinen Er hat immerhin 2 Spielzeuge. Hase, ja, immerhin. Wir konnten uns halt, wir haben zwar noch Geld hier, aber wir haben einfach nicht den Platz, um hier großartige Sachen aufzubauen. Oh Mann, Hase war aber echt schnell. Jetzt hat er schnell. Und jetzt guck mal, was da für ein lieber Junge ist. Der spült Boah. Sogar die ganzen Sachen ab. Na, jetzt darfst du mal mit deinem Auto spielen, ja? Und dann schauen wir doch mal. Wann stehen denn mal die Eltern auf? Kann man die aufwecken? Ja, man kann. Theoretisch kann man sie aufwecken, indem man einfach sagt, sie sollen sich hinsetzen. Aber das mache ich dann jetzt erstmal bei Zoe. Ja, die muss nämlich ganz dringend auf den Pott. Oh ja, ich seh's, ich seh's. Na los. Ja, dann geh doch. Wo ist das Problem? Mach es, Mädchen. Nicht diskutieren, aufs Klo gehen. Diese Häschenpantoffeln, die sind ja echt süß. Ja, und jetzt eingekniffen aufs Klo. Okay. Und dann verwende das mal. Ja, verwende das Klo. Anthony hat wohl einen lustigen Traum. Und Hase hat auch Spaß mit seinem Auto. Ja, der hat jetzt freiwillig den Fernseher ausgemacht, um mit seinem Auto zu spielen. Ja, ja. Ist im wahren Leben nicht immer so. Nee, das kann man nicht behaupten. So, Zoe könnte ja vielleicht ein Frühstück für alle Mann machen. Eine Familiengröße. Oh, die fühlt sich aber immer noch unwohl, Anthony heult im Bett. Wie
wieso ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Es hört sich zumindest so an. Ah, er ist gerade aufgewacht. Und er ist traurig. Ja, ach ja, Anthony ist halt so ein etwas, ja, der ist manchmal ein bisschen traurig und niedergeschlagen und ja. Ach, das wird gleich besser, wenn er runterkommt und sieht, was seine Frau Tolles zu essen gekocht hat. Ja. Ja! Genau, ja. So. So, muss Hase jetzt auch noch aufs Klo? Nee, ich glaube, der will baden gehen. Ah, dieses Kind ist so selbstständig, ist unfassbar. Ja, das ist schon heftig, ne? Oh Gott, was tut sie? Stopp, nein. Geh mal in die Küche. Ja. Was tut sie? Sie lässt das Essen anbrennen. Nein, noch nicht. Aber... Anthony! Du solltest dann die Cerealien doch gar nicht rausholen. Wie geil, der Tag fängt immer gut an. Ja. Der Mann ist total depressiv. Na, jetzt geht's wieder. Jetzt hat er zu essen, jetzt geht's wieder. Okay. Aber wieso isst du denn jetzt Müsli? Ich hab doch extra gekocht. Sorry. Tja, Zoe, also komm. Ja, ich würde mich auch unwohl fühlen. Ja, du kannst dich unwohl fühlen, aber iss dabei wenigstens. Du hast nämlich Hunger und dann geht's dir gleich besser. Siehste? Oh, Zauberei. Siehste, siehste. Bei mir funktioniert das im wahren Leben auch, aber nicht mit Rührei, mit Speck. Naja, jeder was er mag. So, gepflegtes Essen beim Frühstück, dieses Spinnennetz unterm Tisch, das ist so krass. Allerdings, er fühlt sich auch unwohl. Was? Oh. Er muss auch baden, ja. Hoffentlich, Ah! Hase stinkt, mein Hase ist gerade ins Klo. Hase ist schon fertig, dann kann Anthony gleich mal baden. Wo will... Ach, du willst ein Buch lesen? Ja, das kannst du machen. So lange. Ja. Schauen wir mal eben. Was macht der da jetzt? Willst du dich ins Bett legen? Ach so, okay. Hase, du kannst mal rausgehen. Wann muss Hase eigentlich mal zur Schule? Der hat noch 3 Tage frei. So, du kannst hier mal draußen spielen. Genau. Frische Luft ist immer so, gut. Und Anthony. Ah, er sitzt der schon im Bad. Wunderbar. Okay. Nee, ist er nicht. Zoe ist ins Bad gegangen. Ich hab mich vorgedrängelt. Ja. Ja, das kann dauern. Dann geh doch noch mal ein bisschen hier runter und keine Ahnung. Kannst ja noch ein bisschen programmieren üben. Genau, wenn du dich so unwohl fühlst und ganz traurig bist, dann solltest du ein paar Witze schreiben. Nee, das nicht. Er ist ja nicht gerade der komische Typ. Das eher nicht, aber er kann ja ein bisschen programmieren üben noch. Vielleicht kann er dann irgendwann mal Geld verdienen, indem er irgendwelche... Was stinkt denn da? Da geht doch irgendwo Rauch hoch. Er ist es. Oh. Er. Wow. Oh Mann. Der dünstet schon ganz cool. Ah, wessen Telefon hat jetzt geklingelt? Zoe hat echt Spaß in der Wanne. Ja. Ja. Was macht die da wohl? Das ist, hä? Wessen Telefon klingelt denn hier? Keine Ahnung. Sie hat Spaß in der Wanne, ja. Kann man so sagen. Ja. Sie hat Spaß in der Wanne. Anthony hat Spaß beim Programmieren und so, wenn Zoe gleich fertig ist, können sie ja mal, na, vielleicht, keine Ahnung, ihren Sohn ein paar wichtige Lektionen lehren. So, Anthony kommt jetzt hoffentlich zum Baden. Ja, die Badewanne ist leer, also Schluss mit Programmieren. Baden, was sollen wir denn machen? Ein Schaumbad nehmen? Nachdenklich duschen, wie geil ja, ist das Ja, wir können denn? Auch das. Das Ja, nimm mal ein Schaumbad. Wenn du dich so schlecht fühlst, dann musst du ein Schaumbad nehmen. Schaumbad, ja.
Dann geht's dir gleich besser. Mach mal. Nimm ein Schaumbad. Und ah, wo bist du? Da kommst da du. Da kommt er und nimmt jetzt ein Schaumbad. Okay. Okay, und Mutter... Was macht Zoe? Die beiden plaudern. Über Handys. Sie ist eine Genießerin. Ja, das waren dann die kulinarischen Leckerbissen eben. Ja, das habe ich gesehen, wie die gekocht hat. Wow. So, was macht er denn? Oh, er stellt sich gerade schöne Geschichten vor. Okay. Oh nein, hat er sich jetzt ein Auto vor den Kopf gehauen? Oh mein Gott. Ah, was macht Anthony? Ja, er badet, okay. Wunderbar, und jetzt ist er verspielt. Na, das ist doch schon mal was. Diese Wanne scheint echt anzuregen, um Quatsch zu hören. Ja, das sieht so aus. Wir werden sehen, was da noch weiter passiert. Wo ist Zoe? Die Vampire können wir jetzt nicht irgendwie... Ach, sie steht hier draußen. Ich dachte, eben wolltest du noch... Können wir die Vampire irgendwie... Wir können auf jeden Fall forschen über Vampire und die tauchen... Wir können natürlich hier auch die anderen Häuser besuchen. Okay. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Wir müssen ja erstmal jetzt hier so ein bisschen alles ans Laufen kriegen. Die haben sich aber lieb. Ja, ist ja richtig so. Ja. Genau. Sie kann ihn kennenlernen. Dann lern ihn mal kennen. Das ist ihr Sohn. Na, eigentlich, aber naja. Mach mal Liebe ausdrücken. Weg ist er. Zu spät. Ach, sie haben schon wieder Hunger. Wir haben doch eben erst. Wir haben doch eben erst gegessen. Nee, wir haben jetzt schon wieder Mittag. Guck mal. Ja, ja, aber sie hat. Zoe hat überhaupt keinen Hunger. Oder sie will es aufräumen. Das. Ach, sie will es wegräumen. Alles klar. Okay. Was machst du? Anthony programmiert? Ah, er hat gesehen, dass es Essen gibt. Also. Er lässt alle stehen und liegen und eilt zum Esstisch. Genau. Oh, wie schön, ein Familienessen. Guck mal. Ja, ein Familienessen. Oh, schmeckt dir etwa mein Essen nicht? Scheint, das Müsli vorhin war besser. Da hatte er noch gesagt, oh, lecker. Okay. Kann ich jetzt mal einen Witz machen? Das mag er überhaupt nicht. Anscheinend nicht, ne. Backpfeife geben. Oh nein. Lass uns mal über die Existenz von Vampiren diskutieren. Ja, können wir machen. Vielleicht. Witze über ekliges Essen machen, ja. Wo war das? Warte. Aber er kann mal um Spielzeug betteln. Oh. Scheint geklappt zu haben. Ja. Ah, Zoe will jetzt schreiben gehen. Ja, sieht so aus. Schauen wir mal. Nee, sie hat gerade gar nichts mehr vor. Oh, sie ist sehr verspielt. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Gute Frage. Was möchte sie denn gerne? Jemanden verrückt anfunkeln? Dann mach das mal bei ihm. Oh. Unfug. Kannst du das von der anderen Seite zeigen? Wie nee, aussieht? Das war's nicht. Lustig. Da. Kannst du es von der anderen Seite machen? Dass man sie sieht? Ja, na klar. Oh, Sickerfuß. Shirsha Gibaru, Quinn Harb, Borpitanehe, Tuma. Sie macht mal einen koketten Witz. Ich meine, der Kleine ist zwar in der Nähe, aber naja. Okay. Was war das für ein Witz? Gute Frage. So, dann funkel ihn nochmal. Ja, geht das jetzt nicht mehr? Warum nicht? Bledoblofa. Fredoye Brepa. Falabo.
Skunkaglaffin. Yifkabumzoi. Falanas Pitfall. Ach, eine Parodie machen möchte sie. Bafani Dawi. Eine Parodie machen. Close it, close it, close it. Ambla Darza. Das könnte ein Lehrer aus ihrer alten Schule gewesen sein, ja, oder so. Irgend sowas. Oder ihre Mutter. Ja. Oh. Oskina Parasa. Die haben Geheimnisse. Ja, die hat gerade ein streng vertrauliches Geheimnis verraten. Okay. Also, ja, wie gesagt, wir haben ja alle noch ein bisschen Zeit. Er hat noch 2 Tage, bis er zur Schule muss. Boah, die Zeit rennt aber, weil jetzt haben wir schon Zoe muss in 20 Stunden, also die muss dann morgen arbeiten. Sonntag? Ja, das, Scheißjob. Tja. Yay, unser erstes Foto in unserem eigenen Haus. Naja, in der Bruchbude. Die Wasserflecken haben wir einfach nicht mitfotografiert. Ja, die können wir wegretuschieren mit Photoshop. Irgendwie unterhalten die sich auf jeden Fall sehr viel. Ja, können wir uns nicht mal über Vampire unterhalten, damit wir die mal... Was haben wir jetzt für eine Errungenschaft freigeschaltet? Gute Frage. Wurde jetzt gerade nicht angezeigt, oder doch? Auf jeden Fall ist Zoe sehr glücklich. Ja, das Leben ist schön. Ja. Auch wenn wir in einer Bruchbude wohnen, am Arsch der Welt. In der Nachbarschaft vor Vampiren. Naja, wir wissen es ja bisher Hast noch nicht. Hast du Angst vor Vampiren? Du kannst das ruhig zugeben. Nein, wir lernen ihnen auch mal eine wichtige Lektion. Fast Food ist schlecht. Ist keine Burger, mein Junge. So ungefähr. Kriegst du eine ganz ungesunde... Nee, ich glaube, er hat gesagt, lass dich nicht von einem Vampir beißen, denn... Hase hat gesagt, hat ja gerade eben von... Okay, was gucken sie sich überhaupt da an? Sportkanal guckt er sich an, na dann. Aber die sind sehr ins Gespräch vertieft. Ja, das kann man so sehen. Über Müll, über Muffins. Ja, wahrscheinlich kann man Muffins dann auch im Müll finden irgendwann. Ich glaube, Anthony ist eher ein... Nee, er ist nur chaotisch. Er ist noch nicht mal ein Vielfraß. Also von daher... Was war mit Hase? Hase ist... Ein Spinner! Ein kleiner Spinner ist er. Und Zoe? Zoe ist... ja, so ein Bücherwurm und... Also sie mag Essen, sie mag Bücher und sie mag ihr... Ja, sie mag tatsächlich die Familie. Ihr Haus. Ja, doch, sonst wäre sie nicht glücklich. Sie mag auch ihr Haus. Auf jeden Fall, also... Und die drei haben ja wirklich hier eine anregende Runde. Siehst du, das zeigt mal wieder, es kommt nicht auf die Umstände drauf an, sondern nur darauf, was man daraus macht. Wir werden auf jeden Fall sehen, hier das Beste draus machen. Wenn wir mal irgendwann genug Geld haben, dann kann man da ja vielleicht auch mal was anbauen hier am Haus oder so. Damit Hase auch mal sein eigenes Zimmer kriegt. Aber das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Wir pausieren das jetzt mal hier. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet und wissen möchtet, was die Stinkmans alles noch so erleben. Vor allen Dingen in Gesellschaft der Vampire. Wer ja, wird kommen? Mit Vampiren, ob wir vielleicht selber, selber zu Vampiren werden. Haben wir Angst? Finden wir sie cool? Ich weiß. Ja, es kommt wahrscheinlich darauf an, was für Vampire es sind. Ja. Auf jeden Fall werden wir das dann beim nächsten Mal rausfinden. Okay. Also bis dann. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.